Fokus Japan mit Globetrotter. Am Spezialist für maßgeschneiderte Reisen weltweit. globetrotter.ch. Die letzte Etappe meiner Reise fährt kurz nach dem Morgen um 4 Uhr. Ich bin in einem buddhistischen Tempel zu Kamioka in der Nähe von Kyoto. Ich bin Patrick Rohr. Seit 4 Wochen bin ich als Fotograf und Journalist in Japan unterwegs. Ich bin dran, ein Buch zu machen über das Land. Ich lerne den Mönch Kensho Hosomi kennen. Er ist ein Roshi, ein alter Zen-Meister. Er wird einer der wenigen Tempel in Japan, wo auch Ausländer Zen lehren können. Ich mache einen Kreis um den Stein. Du machst den Äußeren in Verbindung dazu. Darum, alle Menschen sind verbunden. Zen öffnet das Herz. Okay. Nichts ist für die Ewigkeit. Ich kann ein neues Muster machen, wenn ich will. Jede Tätigkeit ist in sich perfekt, wenn man die ganze Energie auf den Augenblick lenkt. Das Wichtigste ist das Selbst. Man wendet sich dem Inneren des Selbst zu, dem wahren Selbst. Mit dieser spirituellen gesunden Haltung bringt man den Körper, die Atmung und den Geist in Ordnung. Geist und Körper genesen. Diese drei Punkte zu trainieren, das macht das Leben mit Zen aus. Es ist Zeit fürs Morgen. Nehmt die Stäbchen aus der Hülle und platziert sie rechts. Dann öffnet die Servietten, nehmt die Schüsselchen mit der linken Hand von links her. Der Francesco, ein Schüler vom Roshi Kensho, erklärt die westlichen Besucher die Regeln. Im Zen soll nichts Gedanken ablenken. Darum ist sogar beim Essen alles streng ritualisiert. Jetzt die nächste Schüssel. Bitte esst schnell und still. Bitte nicht den Rettich essen. Leg die Stäbchen nicht hin, egal was passiert. Ess den Rettich. Reinig die Stäbchen. Leg sie zurück in die Hülle. Trink das Wasser. Das ist die Zen-Weise zu speisen. Alles wird genau und bewusst gemacht. Das ist etwas vom Wichtigsten. Okay.
Wir wechseln in einen anderen Tempel vom Roshi Genjo. Hier machen wir eine Sitzmeditation. Langsam schnüffeln wir ihn und wieder uns. Das soll helfen, dass wir uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren können. Doch so einfach ist das gar nicht. Ich frage mich, was der Roshi da macht. Und ich befürchte, dass es mich als Nächster könnte treffen. Tatsächlich. Ich überstehe es und bin nach dem langen Sitzen plötzlich recht entspannt. Das sei der Sinn der Schläge, sagt Roshi. Im Sazen sammelt sich die Kraft beim Tanden, dem Zentrum des Körpers. Hier kommt die Kraft her. Dein Zentrum ist schlaff. Dein Tanden sollst du stärken, damit deine Willenskraft und Energie fließen kann. Der alte Mann hat Kraft. Alles von da. Zen-Power ist das spirituelle Bewusstsein, mit allem verbunden zu sein. Ich zeige dir die innere Kraft mit meinem Körper. So ist dieses Ki leichter zu verstehen. Und dann sagt der Roshi, ich soll ihm auf der Bühne sitzen. Wie schwer bist du? Bald 90 wahrscheinlich. 88 Kilo. 88. Aufstehen. Und dann demonstriert mir der Roshi, was es heisst, wenn man sein Ki, die ganze Energie, im Zentrum vom Körper hat. Wenn man richtig atmet und geistig wach ist, wird man sich seiner prächtigen Seele bewusst und entwickelt sich. Heute nennt man das auch Mindfulness, Achtsamkeit. Das Wichtigste beim Zen ist, sein Zentrum zu finden. Meine Fotos haben wir wieder mal verdient. Und ich habe jetzt zumindest eine Idee, was Zen bedeutet. Von Kyoto geht meine Reise weiter auf Osaka. Die Stadt ist ein altes Handelszentrum und heute eines der wichtigsten Industriezentren von Japan. Der Hafen von Osaka ist einer der wichtigsten im Land. Osaka gefällt mir ab der ersten Sekunde. Die Stadt ist sehr lebendig, irgendwie weniger hektisch als Tokio. Die Menschen sind entspannt und recht witzig. Am Fluss unten treten wieder mal Idols auf, junge Menschen, die berühmt werden wollen. Wenn ich so beobachte, wie Frauen auf der einen und Männer auf der anderen Seite vom Fluss stehen, finde ich, dass das recht symbolisch ist für Japan. Ich habe nämlich gelesen, Japanerinnen und Japaner, die sich immer weniger binden. Immer mehr leben allein. Sie haben Angst, in Beziehungen zu gehen. Warum das so ist, will ich heute Abend in der Singlesbar Eden herausfinden. Frauen, die auf der Suche nach einem Mann sind, warten in einem separaten Raum. Wenn der Barmanager das Gefühl hat, es gäbe einen Mann, der zu einer der Frauen passt, dann bringt er sie zu ihm. Ich frage den Shingo Hashiguchi, so heisst der Manager, ob er mich zu einer Single-Frau könnte bringen. Natürlich ohne Paarungsabsicht. Ich würde sie einfach gerne fotografieren und mit ihr reden. Konnichiwa. Ich darf zur Yuki,
Sie ist 31 und seit ein bisschen mehr als einem Jahr Single. Ist es schwierig, hier einen Mann zu finden? Es ist schwierig, den ersten Eindruck richtig einzuschätzen. Okay. Are you dreaming of a family? Träumen Sie von einer Familie? Ja, natürlich. Yes. With a lot of children. Mit vielen Kindern? Zwei wären perfekt. Are you nervous? Sind Sie nervös an einem solchen Abend? Ja, ich bin aufgeregt. Der Shingo kommt zurück. Für zwei Frauen am Nebentisch hat er zwei Männer gefunden, die passen könnten. 25 Minuten lassen die Frauen und die Männer beieinander sitzen. Spätestens dann sollte man wissen, ob man sich wieder treffen will oder nicht. Wenn man es bis dann nicht weiss, wird sowieso nichts, ist die Haltung hier. Der erste Eindruck ist also entscheidend. Ja, Kotsinate, Opereta. Wenn die Zeit um ist, täuscht man entweder die Telefonnummer aus oder man geht zurück zum Manager. Der gibt einem dann ein Feedback zum Treffen, wie eine Art Liebescoach. Ich lasse hier geschehen und setze mich in der Zwischenzeit zu drei Männern im Abteil daneben. You're looking for love. Seid ihr auf der Suche nach Liebe? Ja. For marriage. Jemand zum Heiraten? Ja, heiraten. Yes. Du willst heiraten? Ja. Seid ihr möglicherweise schüchtern? Ja, wir sind Japaner. Yes, Japanese. Yuki sitzt immer nur einzig am Tisch. Wenn der Manager Shingo nicht wirklich das Gefühl hat, es könnte etwas geben, bringt er seine Gäste nicht mit anderen zusammen. Yuki geht auf. Dieses Wochenende wird sie vermutlich wieder allein verbringen. Warum haben Sie heute Abend keinen Mann gefunden für Yuki? Warum wohl? Heutzutage ist es schwieriger, jemanden am Arbeitsplatz kennenzulernen. Wegen der vielen Überstunden hat man kaum Zeit, Leute zu treffen. Und solche Orte wie hier gehören zu den wenigen Gelegenheiten, denke ich. Yuki ist gekommen, weil sie von Freunden gehört hat, die hier früher einmal ihren Partner gefunden haben. Und sie ist auch schon wieder zurück am Platz. Der Mann, den sie getroffen hat, hätte zwar eine gute Ausstrahlung, aber irgendwie hätte es nicht richtig gepasst. Ihre Konversation sehr wichtig und in dem Gespräch hätte es einfach zu viel Pause gegeben. Das erzählt Jim Shingo, Manager, der jetzt in seiner Rolle als Coach bei ihr ist. What did you learn from him? Was haben Sie von Manager Shingo gelernt? Anstatt auf das Äußere zu schauen, sollte ich auf meine Gefühle für diese Person achten. Gefühle sind wichtiger als das Aussehen. Shingo, welchen Rat würden Sie japanischen Männern geben und welchen japanischen Frauen? Männer tauschen zwar die Kontaktinformationen aus, aber sie sind so tollpatschig in der darauffolgenden Kommunikation. Frauen urteilen viel zu schnell. Frauen müssten sich nach diesem Treffen mindestens noch zu einem Dinner verabreden. Und so den Mann noch ein bisschen besser kennenlernen. Bis vor nicht allzu langer Zeit hat es in Japan vor allem arrangierte Hochzeiten gegeben. Liebesheiraten sind eher selten. Heute ist das anders. Aber mit der Freiheit sind dort Ansprüche gestiegen, scheint mir. Und vielleicht auch die Überforderung. Ein grosser Modernisierungsschub hat Japan in den 1970er bis 90er Jahren gemacht. In diesen Jahren ist die Wirtschaft regelrecht explodiert.
Aber trotz aller grossen Veränderungen hat Tradition ihren Stellenwert behalten. Tradition und Moderne gehen sogar erstaunlich gut zusammen in Japan. In einem ruhigen Viertel von Osaka treffe ich Yasuo Michi. Er beherrscht ein jahrhundertealtes Handwerk. Konnichiwa. Michi-san. Michi de godaimasu. Patrick Rosan. Ja, Shashinka des. Der Yasuo Michi schnitzt Masken für das Nordtheater. Das ist eine 700 Jahre alte Theaterform, die sich bis heute praktisch nicht verändert hat. Alle Rollen werden von Männern gespielt. Was für eine Figur das ist, erkennt man an der Maske. Sie sind das zentrale Element im Nordtheater. Je nachdem, wie der Schauspieler den Kopf hat, verändert sich auch der Gesichtsausdruck von diesen Masken. Kumurasuru bedeutet, der Maske einen traurigen Ausdruck zu verleihen. Und wenn man sie so nach oben richtet, dann bekommt sie einen helleren Ausdruck. Ein Beispiel. Hier habe ich ein Gesicht auf das gefaltete Papier gezeichnet. So etwas Ähnliches macht man auch mit der No-Maske. Ich würde Yasuo Michi gerne fotografieren, am liebsten mit natürlichem Licht, damit man die schöne Stimmung in seinem Atelier auch auf den Bildern gut sieht. Der Mann beeindruckt mich. 15 Jahre lang ist er in die Lehre gegangen, um sein Handwerk zu lernen. 10 Jahre ist es gegangen, bis er zum ersten Mal selber eine Maske hat dürfen schnitzen. Und auch nach 40 Jahren, wo er die Arbeit jetzt schon macht, macht er sie immer noch mit grosser Hingabe. Ich habe in den letzten Wochen auf unserer Reise gelernt, dass man in Japan sein wahres Gesicht nicht zeigt. Wie stark denken Sie, Herr Michi, dass jetzt diese No-Kunst eben etwas sehr typisch Japanisches auch ist, sein wahres Gesicht zu verbergen? Ich bin mir nicht sicher, ob man so direkt einen Bezug herstellen kann zwischen No und dieser japanischen Gewohnheit. Aber es gab einen historisch wichtigen No-Spieler, dessen Lehre lautete, man soll etwas nicht aktiv, explizit darstellen, sondern implizit spüren lassen. Zum Beispiel gibt es beim Auftreten auf der Bühne eine Haltung, bei der die Maske einen bestimmten Winkel hat. Wenn man diesen Winkel auch nur ganz sanft verändert, wird etwas ausgedrückt. Die Darstellungsweise ist also sehr eingeschränkt. So gesehen passt No aber doch zu Japan, wo man vieles nicht sieht, sondern man muss spüren, fühlen, damit man versteht. Wunderschön. Würden Sie für mich eine solche Maske vors Gesicht halten, die fertige Maske? 100 Stunden schafft Yasuo Michi an einer Maske. Das Wichtigste ist, sagt er, dass jede Maske eine perfekte Kopie von ihren Vorgängerinnen ist. Künstlerische Freiheit, eine neue Interpretation, das verträgt es nicht in der No-Kunst. Natürlich würde ich jetzt die Maske noch gerne im Einsatz sehen. Der Yasuo Michi vermittelt mir einen Besuch im Kongo No-Theater. Der Hiroshi Kongo führt das Theater in 26. Generation. Seine Vorfahren haben es vor über 650 Jahren gegründet. Ich kann nicht viel sehen. Die Maske muss ich gut polstern, weil ich sie stundenlang trage. Die Maske ist über 300 Jahre alt. Der Hiroshi Kongo behandelt sie wie einen Schatz. Sein Sohn Tatsunori, der das Theater bald die 27. Generation führt, verwandelt sich jetzt gerade in eine Frau. Es ist nur für eine Probe, aber trotzdem sehr aufwendig.
Tradition sagt, in dem Moment, wo der No-Spieler die Maske aufsetzt, fährt der Geist der Figur in ihn rein. Das No-Theater ist streng formalisiert. Jede Bewegung ist genau festgelegt, seit Jahrhunderten. Sie verstecken Ihr Gesicht hinter einer Maske, müssen Ihr Gesicht verstecken hinter einer Maske. Fehlt da für einen Schauspieler nicht etwas ganz Wichtiges? Es gibt auch Rollen, bei welchen keine Maske getragen wird. Aber auch dort muss die Mimik des Schauspielers neutral bleiben. Das wird Untermaske genannt. Das eigene Gesicht wird dann gewissermaßen als Maske getragen. Gefühle werden also nie über die Mimik ausgedrückt. Es ist eher etwas, das aus dem tiefen Inneren herauskommt. Sehr spezielle Theaterform, die ich irgendwie nicht ganz verstehe, aber ich bin beeindruckt von dieser Eleganz. Von Osaka fliege ich auf Okinawa, die Hauptinsel von einer ganzen Gruppe von kleineren Inseln, ungefähr 1200 km weiter im Süden. Das Klima zu Okinawa ist tropisch. Ich habe mich bei WOOF angemeldet, den Willing Workers on Organic Farms, übersetzt den freiwilligen Helfer auf Biohöfen. Das heisst, ich gehe arbeiten und darf dafür bei den Bauern wohnen. Hallo. Die Begrüßung von meiner Gastfamilie ist stürmisch. Aber unserem Hund scheint niemand hier zu sein. Sumimasen. So geil. Sumimasen. I found the right place. Oh, ich habe den richtigen Ort gefunden. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Manabu. Nice to meet you. Akiko. Akiko. Hi, nice to meet you. Such a beautiful place. Auf den ersten Blick gefällt es mir hier im Dschungel. Akiko erzählt, sie sei vor 13 Jahren von der Hauptinsel auf Okinawa gezogen. Ihr gefällt es hier besser als auf Festland Japan. Menschen seien offener und entspannter. We have one bedroom. Sie haben ein Zimmer für Gäste. Normalerweise haben wir jeweils eine WOOF-Person. Ja, perfekt. Okay. So, here. So, dieses Unkraut musst du schneiden. Okay. Gibt es gefährliche Tiere hier? Snakes. Schlangen, ja. So, deshalb machst du am besten so, bevor du anfängst. Okay. So, arigato gozaimasu. Danke dir. Arigato. Danke. Arigato. Los geht's. Mit der kleinen, rostigen Sichel Ochritschneide in der feuchtwarmen, tropischen Hitze. Ich zahle einen hohen Preis für meine Nacht. Meine Gastfamilie ist keine richtige Bauernfamilie. Akiko ist ursprünglich Juristin, arbeitet aber nicht mehr auf dem Beruf. Und der Manabu ist Keramikkünstler. Er hat vor allem wegen guten Lehm auf Okinawa kommen. Der Boden ist nicht nur wegen dem Lehm sehr gut, er ist auch sehr fruchtbar. Das Unkraut wuchert hier wie verrückt. Ja.
Die Yamagami sind, wie viele Menschen zu Okinawa, Selbstversorger. Als Abschluss meiner Gartenarbeit steche ich noch Frühlingszwiebeln aus für die Nacht. Die Akiko und der Manabu haben 4 Kinder, 2 sind noch daheim. Das ist das Okinawa-Küchengerät Shiri Shiri. Wie heißt das? Shiri Shiri. Shiri Shiri. Shiri Shiri. Koda. Rafa. Shiri Shiri. Ah, sounds like ah, so wie das Geräusch. Shiri 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 Shiri. Ich gebe mir alle Mühe, das Shiri Shiri richtig zu brüchen. Geht's? Still fine, yeah. Ja, bis jetzt noch ohne Blutvergießen. So far? Du kannst aufhören. I can stop now. Can I kann ich den Rest essen? Okay. Ja, ja. Kanpai. 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 Thank you very much for. Hi, thank you. Welcome. You're welcome. Oh, okay. Three minutes two. Ah, and here we have fish. Fish. Yeah. Ich liebe das japanische Essen. Es ist leicht und alles ist frisch. Und mit einem guten Sake dazu, einem japanischen Reis, gibt es eine gute Gespräche. Die Akiko erzählt mir von der schwierigen Geschichte von Okinawa. Sie sagt, Menschen hier fühlen sich als Opfer. Früher war es ein eigenständiges Königreich. Dann wurde es von Japan annektiert. Ja, und die Menschen verloren ihre Identität. Ja, Japan gegen Okinawa. Japan hat Okinawa immer diskriminiert. Und Okinawa war im Zweiten Weltkrieg der einzige Ort, wo an Land gekämpft wurde. Die Amerikaner haben nicht auf der Hauptinsel gekämpft. Sie gingen nicht nach Tokio. Sie haben es nur bombardiert. Die Amerikaner haben dann für ihre Militärbasen den einheimischen Land weggenommen und sind geblieben. Wegen der Geschichte fühlen sich die Menschen auf Okinawa doppelt als Opfer. Betrogen und benutzt, so fühlt sich vor allem die ältere Generation. Wegen dieser Empfindung protestiert die ältere Generation gegen die US-Präsenz, aber es ändert sich nichts. Es hat mit Okrutjetten angefangen und am Schluss ist der Tag noch richtig politisch geworden. Spannend. Das mit dem Protest lässt man kehren. Ganz in der Nähe sollen Gruppen Demonstranten den Bau einer US-Basis blockieren. Tina Komin, Übersetzerin, weiss mehr. Heute Morgen ist die Polizei bereits vor Ort. In einer halben Stunde wird sie beginnen, den Platz zu räumen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Unsere Auseinandersetzungen mit der Polizei im friedlichen Japan. Eine Demo in einem Land, wo man normalerweise nicht einmal seine Meinung sagt, das ist doch recht außergewöhnlich. Die Sicherheitsleute der Militärbasis sind zurückhaltend. Sie kennen Demonstranten. Ein paar von ihnen machen das seit 20 Jahren, sagt mir einer. Und dann kommen zwei Polizisten. Sie wollen wissen, was wir hier machen. Sie stellen sich mit Visitenkarten vor, bedanken sich für die Auskunft und verabschieden sich freundlich. Doch dann fährt die Polizei gröber das Geschütz auf. So geht das hier jeden Tag. Die Polizei löst die Demo auf, damit die Lastwagen endlich auf die Baustelle kommen. Jede Minute, die die Amerikaner nicht weiterbauen können, kostet Geld. Und genau das wollen die Demonstranten. Sie wollen die Amerikaner weg haben von ihrer Insel. Weil immer wieder Soldaten Freude belästigen, weil sie die Natur kaputt machen. Aber auch, weil die Menschen zu Okinawa Angst haben, sie könnten plötzlich das Ziel von Angriff sein. Nordkorea ist nicht weit entfernt. Die Menschen auf dieser Insel haben schon sehr viel durchgemacht. Davon können vor allem die ganz alten Menschen zu Okinawa berichten. Und von ihnen gibt es hier ein paar. Zu Okinawa gibt es nämlich das Dorf der 100-Jährigen. Es heisst Ogimi. Und da sollen die ältesten Menschen der Welt leben. So wie wir sehen,
Ich habe mit der Hana Miyagi abgemacht. Sie ist 93 und Mutter von 10 Kindern. Sie hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, wo die Amerikaner Okinawa erobert haben. Was halten Sie von den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in Japan und auf Okinawa? Hi. Unter der Kontrolle der japanischen Regierung waren wir immer arm. Seit die Amerikaner hier sind, sind wir reicher. Sie sind also froh, sind die Amerikaner hier? Ja, ich bin dankbar und glücklich, dass sie uns beschützen. So. Can you please describe me? Reden wir über Ihren Alltag. Wie sieht er aus? What is your daily program? Jeden Tag züchte ich unter anderem Goya, das typische gesunde Gemüse hier. Ich pflanze Goya an, entferne die Insekten und Schnecken aus meinem Garten. Das ist mein morgendliches Fitnesstraining. Das ist eine Goya. This is a Goya? Goya. Goya. Das Geheimnis ihres hohen Alters. Secrets that you keep that young. Was denkt sie über die jungen Leute? Heutzutage gehen alle gleich ins Spital, wenn sie ein wenig Fieber haben. Meine 10 Kinder waren nie im Spital. Wir hatten kein Geld für sowas. Ich mache ihnen ein Getränk mit Wildkräutern und Zucker. Das senkt das Fieber. Das Fieber geht auch weg, wenn man Bananenblätter aufs Genick legt, wie ein Kissen. So machten wir das. Das Leben in Okinawa ändert sich, wie überall in Japan. Nicht nur wegen dem Einfluss aus dem Westen, aber auch. Traditionen gehen verloren. Alles im Garten ist Gemüse. Das kannst du essen. Na gut. Ich esse das immer. You want to collect it? Dass die Leute hier in Ogimi so alt werden, hat verschiedene Gründe. Das gesunde Essen ist eine, aber auch das Klima und die gute soziale Vernetzung im Dorf haben einen grossen Einfluss. Einmal in der Woche treffen sich die ältesten Frauen der Welt im Gemeindezentrum von Ogimi. Hier können sich Hana Miyagi und ihre Kolleginnen auch Gesundheit checken. Dass die Frauen in Ogimi nicht nur alt, sondern auch gesund alt werden, könnte damit zusammenhängen, dass man hier auf der Insel nach dem Grundsatz Harahachibu lebt. Harahachibu heisst, füll deine Bücher nur zu 80%. Mehr ist ungesund, sagt man hier. Sprichst du Japanisch? Verstehst du Japanisch? Als ich jung war, war ich sehr hübsch und meine Haut war wunderschön. So alt bin ich jetzt. Ich bin jetzt 90. Du schwitzt. Komm, ich trockne dich etwas ab mit dem Taschentuch. Oh, you're so nice. Arigato gozaimasu. Du hast schöne Arme. Was arbeitest du? Ich bin Fotograf. Sashinkares. Gut, dass mich die Eiko Miyagi daran erinnert, dass ich noch selten arbeite. Ich hätte es vor lauter Zärtlichkeit fast vergessen. Was für eine Zeit, Okinawa. Der Abschied fällt mir ganz ehrlich gesagt nicht leicht. Ich gehe trotzdem weiter. Nochmal weiter Richtung Süden, 430 km, und zwar auf die Insel Ishigaki, die ganz in der Nähe von Taiwan liegt.
Ohayo gozaimasu. Da besuche ich am nächsten Morgen den Tomohiro. Er hat mir gesagt, der Mann hat eine ganz besondere Geschichte. Tomohiro. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much for welcoming us. What a wonderful place to live. Der Tomohiro baut Sabani. Das sind traditionelle Boote, die ganz aus Holz gemacht sind. So there are no additional. Und da gibt es keine Metallschrauben oder Nägel? Wenn du Metallnägel verwendest, werden die nach 10, 20 Jahren rostig und es bildet sich ein Loch rundherum. Der Nagel wird lose und fällt raus. Ein Bambusstift hingegen wird eins mit dem Holz des Bootes. Solange das ganze Holz hält, kannst du das Boot benutzen. Wenn ein Stück bricht, kann ich es heraussägen und ein neues Stück einfügen. Der Tomohiro kommt ursprünglich aus Tokio. Da hat er in ganz verschiedenen Berufen gearbeitet. Aber richtig zufrieden war er nie. Irgendwann ist ihm alles zu viel geworden. Und er hat beschlossen, mit seiner Familie auf Ishigaki auszuwandern. In Ishigaki hat der Tomohiro einen alten Bootsbauer kennengelernt. Der war schon 82 und wollte sich langsam zurückziehen. Der Tomohiro war von der traditionellen Handwerkskunst von ihm sofort fasziniert. Und der alte Bootsmacher hat ihm gezeigt, wie er selber Sabani bauen kann. Endlich hat der Tomohiro seine Bestimmung gefunden. An der Sunset Beach, ein paar Minuten hinter dem Haus, liegt dem Tomohiro sein eigenes Sabani vor Anker. More. Okay. Perfect. Normalerweise fährt der Tomohiro mit Touristengruppen aufs Meer. Heute will er mit mir schnorcheln. Hat sich dein Leben verändert, seit du hier lebst? Während ich in Tokio arbeitete, um meine Familie zu ernähren, versteifte sich meine innere Haltung. Ich merkte, ich arbeite, um zu überleben. Ohne Arbeit kein Leben, ohne Geld kein Leben. Hier auf Ishigaki änderte sich meine Mentalität dann langsam. Es funktioniert auch anders und einfacher. Von der Natur rundherum erhält man ja Wasser und man kann Nahrung anbauen, damit man essen und überleben kann. Die Dinge sind da und du kannst anfangen zu leben und hast Zeit für die Familie. Was muss ich wissen, bevor ich ins Wasser springe? Mach Druckausgleich, wenn du abtauchst. Kannst du das? Okay. Beautiful. Ich verstehe, was der Tomohiro meint, wenn er sagt, er habe hier mit seiner Frau Akemi und den beiden Kindern das Paradies gefunden. Der Sohn ist schon grösser, die Tochter, Urara, lebt noch bei den Eltern. Urara ist hier auf Ishigaki geboren. Es gibt kaum Einschränkungen. Wir können unsere Familienzeit selber gestalten. Nachbarn sind wie eine erweiterte Familie. Wir sind glücklich. If
Wenn ich das richtig sehe, hast du heute zwar weniger, aber dein Leben ist viel besser als früher. Das stimmt. Ich finde, Glück hängt nicht vom Anhäufen von vielen Dingen ab. Mein neuer Fokus? Wie mache ich mein Leben reicher? Wie kann ich eine tiefere Erfüllung finden mit dem, was ich habe? Das macht mich viel glücklicher. Ich bin vor bald 6 Wochen losgezogen, um mit meiner Fotokamera Japan zu entdecken. Und zwar auf eine Art, wie man es sonst nicht kennt. Mein Ziel war, ein Buch zu machen über das Land und seine Gegensätze. Ich bin so vielen verschiedenen Menschen begegnet, wie ich es nie hätte erwartet. Sie haben mir einen Einblick gegeben in ihr Leben. Japan wird mir wahrscheinlich trotzdem immer fremd bleiben. Aber ich verstehe es nach dieser Reise doch schon ein bisschen besser. Und eins weiss ich ganz sicher. Ich will wieder zurückkommen. Irgendwo tief in mir drin hat das Land und die Menschen etwas in mir berührt. Fokus Japan mit Globetrotter. Am Spezialist für maßgeschneiderte Reise weltweit. Globetrotter.ch